Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück zum letzten, wahrscheinlich letzten Part von Shovel Knight. Das geht tief. Mal gucken. Oh. Das geht richtig tief. Oh Gott. Okay, wohin? Absolut fair, definitiv. Kurz vorm Bossgegner gibt es also nochmal einen Checkpoint. Wie bitter ist das denn, ey? Wir müssen ja hier irgendwo hin, ne? Hier war. Genau, achso, ist überall. Gehen halt direkt auf mich, die Dinger. Warum auch nicht? Ich meine, ist ja sonst nicht fair, ne? Schon wieder down. Ist kein Problem. Ist kein Problem. Absolut nicht. Kein Problem. Kann ich die auch so kaputt machen irgendwie? Ja, kann ich auch so kaputt machen. Ja, aber Dings ist besser. Der letzte Hit hat mich getroffen. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Ich mag sie nicht. Das ist richtig, richtig creepy. Okay. Alter. Es ist ja mehr als gemein, das Spiel. Oh, da sehe ich was. Lass mich raten, das ist ein Monster. Ich würde gern lieben, gern nochmal durchlaufen, aber ich glaube nicht daran, dass das Spiel so nett ist und eine einzige Ebene macht. Das glaube ich einmal nicht. Bisher ist es ja so, aber ich gehe lieber auf Nummer sicher. Sorry, Leute. Wenn das mal schneller gehen würde, weißt du, als 5 Blöcke, das ist ja nix eigentlich. Gib mir das Ding, oh Gott sei Dank. Aber jetzt ist mir alles egal. Alles klar, Leute, auf geht's. Rennen wir trotzdem nicht, ist egal. Ich will trotzdem nicht unbedingt sterben. Das wird aber gleich der Boss kommen, okay. Ja, da waren also zwei gefährliche Ebenen gewesen, sozusagen. Wunderschöne Nacht, nicht wahr? Shield Knight! Komm mit mir, lass uns... Das ist Shield Knight? Lass uns von hier verschwinden. Wie erbärmlich, falsche Hoffnungen zu hegen, Geister nachzulaufen. Du bist also hier, um mich zu töten, Ritter? Um deine Liebste zu rächen? Ah, es ist doch Shield Knight, oder nicht? Schau mir in die Augen, wie ich mich fürchte. Steh, wie ich mich... Sieh, wie ich mich verberge, wenn du deine Klinge ziehst. Ich brauche keine Klinge, um gegen das Böse zu kämpfen. Shield Knight, du bist nicht auf ewig verloren. Schau mir in die Augen, wie ich mich fürchte. Was? Tanzen wir zusammen in den Abgrund. Ja, sehe ich nämlich schon wieder, dass hier mega was Böses, Gemeines ist. Ja, ja. Lass mich raten, ich darf nicht. Ach du Scheiße. Ich weiß nicht, ist es dann zu Ende da unten? So, nu? Ach so, minimale Dingers kommen dann wieder. Ey, wie fies ist denn die Olle, bitteschön? Und ich frage mich, warum jedes Mal Shovel Knight hier mit seiner... Ja, ich muss die Dinger woanders benutzen.
Aber was macht denn Shovel Knight die ganze Zeit? Warum haut er jedes Mal nach unten? Das verstehe ich nicht. Ah, die ist so gefährlich, Mann. Holy shit. Ah, da glücklicherweise... Ich verstehe es nicht. Shovel Knight macht das automatisch. Normalerweise sollte es nur machen, wenn ich W drücke. Oder nach unten. Also nicht W, sondern nach unten. Alter, ist die heftig. Ich glaube, den Anker benutzt auch kein Thema. Ein Leben hat ihr noch. Ein einziges Leben. Just one life. Danke, du bist total nett. Ja, das ist natürlich nicht nett. Kannst du mal wieder hochkommen? Ich will dich jetzt bitte töten, du hast nur noch ein halbes Leben. Geht doch. Warum kommst du nicht vorher hoch, Bitch? Ich glaube nicht, dass es das gewesen war. Das ist zu einfach gewesen. Ah, jetzt kommt die jetzt kommt die wahre Schalt raus, oder? Das scheint Shield Knight zu sein. Shield Knight! Komm zu mir, Baby. Fangen Sie. Komm, komm her. Yay. Du hast mich aufgefangen. Hätte ich das nur gewusst, wäre ich eher gekommen. Du wusstest, dass ich noch da bin, obwohl es hoffnungslos schien. Du hast mich niemals aufgegeben. Ich würde dich niemals aufgeben. Ich würde dir bis ans Ende der Welt folgen. Offenbar hast du das schon. Was ist das? Oh nein, als das Amulett zerschmettert wurde, drang die Magie in seinem Inneren heraus. Sie sammelte sich bereits. Sie wird entweichen und überall Chaos verbreiten. Es sei denn, wir halten sie auf. Es sei denn, wir halten sie auf. Wir können sie endgültig vernichten, hier und jetzt. Doch wir sind beide durch den Kampf geschwächt. Ich war noch nie so bereit wie jetzt. Komm schon, Shovel Knight. Kämpfen wir zusammen wie früher. Und jetzt, bleib bei mir. Ja, ich habe ja gesagt, es war noch nicht alles. Das war zu einfach. Da ist die richtige. Au, 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 au. Au, 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 au. Oh, ich sollte da raufjumpen, wa? Ja, da kannst du nicht ausweichen, allem. Aha! Ein Leben verliert jedes Mal, ist ja easy going, wa? Das ist cool, dass ich schilden kann. Ein Schlag kriege ich mal. Ein Leben kriege ich jetzt mal nur raus bei ihr. Ah, es ist zu wenig. Wesentlich zu wenig. Vielleicht muss ich mein Dings aufhalten, mein... Ah. Lass mich hochjumpen, Bitch. Ach, die kann ich kaputt machen. Das ist cool. Ah, ich kann es natürlich auch so machen, ne? Aua. Oh! Wie gemein ist das denn bitte schön? Ja, wie soll ich denn da bitte hinkommen, ja? Hallo? Ich habe ja noch ein Sekret übrig. Absolut kein Problem, kein Thema. Easy going. Alter, fast da unten gefallen. Naja, es bringt jetzt nichts mehr. Oh, die kommen wieder hoch, okay. Töte sie! Oh, Gott sei Dank. Bitch! Es ist aus, Shovel Knight. Hier fällt alles in sich zusammen. Wir müssen hier fort. Gehen wir. Ich kenne... Bin tot. Shield Knight! Black Knight! Ein Glück, dass du da bist. Shovel Knight ist verletzt. Bring ihn nach draußen. Nein, ich kann dich nicht zurücklassen. Wie willst du entkommen?
Dieser Zauber ist zu stark. Ich kann nicht noch länger durchhalten. Lauf! Du kannst das nicht abwehren. Das wird dich zerreißen. Ich bin so glücklich. Ich muss euch beide sehen. Ein letztes Mal. Shield Knight! Los, nimm Shovel Knight mit. Rette ihn. Versprich mir, dass du ihn rettest. Toll, und Shovel Knight schon wieder verloren. Ist das gemein. Ist das gemein. Oh, die ganze Erde bebt, ja. Die ganze Welt bebt. Muss ja keine Erde sein. Der ganze Planet, sagen wir mal so. Ja, all die Einheiten hier, all die Charaktere sehen, dass der Turm des Schicksals gefallen ist. Sie wissen aber nicht, wer da trotzdem noch drinnen mit versunken ist. Burg Stolzmoor, der King Knight. Das war's anscheinend gewesen. Boah, Leute. Das ist ja Wahnsinn. Okay, der King scheint wieder normal zu sein. Der King Knight muss schuften. Der rechtmäßige König kehrt zurück. Abfischteich. Jetzt wird wieder gedanced, Leute. Dance, dance. Yay! Mögen die Feierlichkeiten beginnen. Batsch! Der Lichthof der Spectre Knight. Schauen wir mal, wo der Spectre Knight ist. Da ist der Spectre Knight. Party-Löwe. Oh ja, wir spielen jetzt dieses Spielchen mit den Gläsern. Oh, verkackt. Wie Hacky-Sack, nur mit einer Flasche. Eisenwal, Treasure Knight. So, jetzt wird ja wieder alles ausgeräubert aus den Schatzkammern. Die ist leer, die Schatzkammer. Komplett leer. Gebaut, geraubtes wieder... Gebautes, geraubtes Wiedererbschaft? Wiedererbschaft. Explodatorium, Plague Knight. Ah, es war auch ein richtig mieses Ding hier, ey. Das Pferd, der Typ mit den Essensmarken, mehr Magier und erste Plague Knight. Fortgeschrittene Trankklasse. Verlorene Stadt, der Mo Knight. Mit der Lava, mit diesen Spektralviechern. Ausgrabungen und Expeditionen. Oh, der Mo Knight. Oh, da oben gibt's was. Geile Sache. Gib mir. Die wandernden Reisenden, die Ninjas. Und der Archer. Oh, wer ist das? Achso, der hat uns ja unterwegs, hat er uns angegriffen. Der Bumerang-Typ. Stets kampfbereit. Flugmaschine, Propeller Knight. So, da haben wir ihn, ja. Der direkt schon am Anfang ist der Propeller Knight hier. Oder war das? Ja, das war eigentlich der Propeller Knight, glaube ich. Ne, doch, da ist er links. Rechts, das war nur eine normale Einheit. Sorgenfreies Leben. Ganz, ganz viele Frauen und ein Pferd. Ein Frauenpferd. Der Uhrenturm, der Tinker Knight. Die halten das alles schön am Laufen. Der Schmied, die Schmieden sind hier. Spielzeug für die Kinder. So ein kleiner Mini-Roboter. Und gestrandetes Schiff, der Polar Knight. Es gibt noch mehr Knights. Der Polar Knight. Boah, Olaf. Da ist Olaf. Seht ihr Olaf? Olaf unter seinem Helm. Ich bin Olaf. Kann er nähere Beschreibung dazu? Nur gestrandetes Schiff Polar Knight. Okay. Und unser Lagerfeuer. Da ist der Black Knight. Er hat uns glücklicherweise mitgenommen. Er ist doch nett gewesen. Endlich gerettet. Ich habe mein Versprechen gehalten. Shield Knight. Ruh dich aus, Shovel Knight. Bis wir uns wiedersehen. Ich denke mal, er wird nochmal von dir träumen, oder? Wird er nochmal von dir träumen? Shovel Knight, Heldentat vollbracht. Sieg! Sehr schön, Leute. Da ist das Shield Knight. So, wir können theoretisch hier Attack können wir mit die Credits. Ich lasse sie mal so ein bisschen. Es geht nicht. Es geht schlecht. Ich lasse sie auch mal so durchlaufen. Ich lasse sie mal so. Ihr könnt ja anhalten, wenn ihr lesen wollt. Oh, ich glaube, die stoppt das. Und alle Kickstarter-Bäcker. Juhu, cool. Das also war ein Kickstarter-Projekt. Coole Sache. Ja, seht doch mal, was Kickstarter ausmachen kann. Grabungstagebuch. Burg Stolzmoor, Tod insgesamt. Drei größte Beute. 3004 war Eisenwahl sind wir am meisten gestorben. Ne, Turmeingang. Ja, gerade vorhin, also wo ich geraged bin, mega hart. Vor zwei oder drei Parts, glaube ich. Verloren ins Leben insgesamt 65. Ich glaube, dafür, dass ich das erste Mal gespielt habe, ist es ganz in Ordnung. Und dafür, dass das Game echt richtig assi ist teilweise.
Verlorenes Gold ist 27.000 Gold verloren. 5,5 Stunden gespielt. Objektevervollständigung 74%. Siehst du, da hat nämlich noch irgendwas gefehlt. Irgendein Relikt hat noch gefehlt, aber ich weiß nicht was. Danke fürs Spielen. Produziert von Yacht Club Games. Ja, auf jeden Fall ein sehr cooles Game habt ihr da gemacht. Ein Relikt hat noch gefehlt. Ich glaube, das war dieses eine Dings noch gewesen. Okay, noch kleine Story. Shield Knight. Sie hat sich hierher geschleppt. Oh. Wie niedlich. Sie hat es doch noch rausgeschafft. Oder vielleicht war es nur ein Traum von ihm. Wer weiß. The End. Ah, cool, dass das Schild Knight doch noch rausgeschafft hat. Sehr, sehr verletzt sah sie aus. Wer weiß. Auf jeden Fall hat sie es rausgeschafft. Scheinbar. Yacht Club Games. Oh yeah. Gut, also wir haben sehr, sehr viele Dings eigentlich verpasst. Notenblätter, aber das ist okay. Also ich habe ja einige mit Absicht liegen gelassen, weil ich einfach keinen Bock drauf hatte. Zwei Rüstungen haben uns gefehlt. Ein Relikt. Was, wenn ich ganz kurz mal bestätige? Neues Spiel Plus starten. Möchtest du ein neues Spiel Plus starten? Du begibst dich auf eine Herausforderung, Abenteuer, behältst aber deine Ausrüstung. Was, wenn ich Nein drücke? Also kann man so weitermachen. Siehst du? Ihr könnt damit theoretisch jetzt alle Notenblätter nochmal neu holen, wenn man möchte. Und hier, dieses eine Level. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, wie ich das schaffe, aber ich würde sagen, ich lasse es auch. Mir reicht es dann. Auf jeden Fall Turm des Schicksals immer noch unbekannt. Aber wir haben es geschafft. Turm des Schicksals unbekannt, aber wir haben es geschafft. Sehr nice. Aber wie gesagt, ein Relikt hat uns noch gefehlt. Warum auch, das ist das frostige Schlucht auf jeden Fall gewesen. Oder dieses Extra-Level. Da hätte man bestimmt am Ende noch ein Dings bekommen. Etwas Besonderes. Und halt die beiden Rüstungen, die hätte man sich halt mit Gold, hätte man es gehabt, auch kaufen können. Aber ja, Leute. Das war's gewesen mit Shovel Knight. Das war ein richtig, richtig geiles Spiel. Auch wenn es mich wirklich auf die Palme gebracht hat teilweise. Ach, nehmt es nicht so übel. Es ist ärgerlich, wenn man einfach die ganze Zeit stirbt, ja. Es ist einfach so. Und trotzdem, Shovel Knight ist ein sehr, sehr gutes Spiel gewesen. Also, richtig, richtig geil gemacht. Vielen Dank, Yacht Club Games, für dieses tolle Spiel. Und an denjenigen, der es deutsch übersetzt hat, auch nochmal danke. Sonst, ich spiele ja meistens immer nur deutsche Spiele. Englisch ist doof, immer selber spielen, überlinken, denken, übersetzen. Und ja, deswegen, Shovel Knight, das war's gewesen, das Let's Play davon. Auch wenn da noch ein paar Prozente gefehlt haben. Wir könnten theoretisch, ach, sie reizt ja. 5,5 Stunden gespielt. Ein Relikt, zwei Rüstungen haben gefehlt, aber das ist okay. 17 Notenblätter, das ist zwar etwas viel, aber es ist auch okay. Dafür das erste Spielen, ohne wirklich zu wissen, wo was ist und so weiter, ist das schon alles in Ordnung. Bringe alle Notizblätter zum Baden zurück, kaufe alle Relikte, Ausrüstungsgegenstände und Upgrades, beziehungsweise schalte sie frei. Besiege einen Feind mit Hilfe eines Relikts. Habe ich doch, aber wahrscheinlich meint ihr mit Feind einen Bossgegner. Probiere jedes Sekret des Abfischkönigs. Treffe Feinde 30 Mal mit einem reflektierten Projektil. Spiele das neue Spiel Plus durch. Spiele unbeschadet ein Level durch. Spiele das Level durch, ohne zu sterben. Spiele das Spiel durch, ohne zu sterben. Was ist einfach... Achso, ohne Geld auszugeben. Und hier, morgen für Spieler, Spiel durch, ohne ein bodenloses Loch zu fallen. Zerstöre jede Kontrollpunkt im Spiel. Ja, fick dich. Besiege einen Feind aus über 25 Blöcken Entfernung mit dem Feuerballstab. Sammle 2000 Gold auf Dorn ein, indem du ein Ausblendermedaillon einsetzt. Vernichte mit Chaoskugeln 5 Feinde binnen 5 Sekunden. Halte dich mit Hilfe der Staubfäuste über 4 Sekunden lang in der Luft. Reflektierende Reichtümer. Lass die gleiche Alchemie mit so 5 Mal nacheinander springen. Besiege 3 Feinde mit einem Wurfanker, besiege 3 Feinde mit einem Propeller. Mit dem Propellerdolch. Der Propellerdolch, also das letzte gewesen. Ohne den Boden zu berühren. Und das ist nämlich das auch gewesen, was ich. Nee, was ich gebraucht hätte für das letzte Level. Kann das. Alter, für dieses komische Speziallevel? Heldentat im Flug. Besiege 3 Feinde mit dem Propellerdolch, ohne den Boden zu berühren. Also es hätte sein können. Besiege mit dem Kriegsraum 5 Feinde auf einmal. Pizza, da, nee, Platz da. Walze 5 Feinde mit dem gleichen Express-Zahnrad platt. Spiel das Spiel durch, ohne Relikte aufzusammeln. Schließe das Spiel in 1,5 Stunden ab. Besitze 50.000 Gold, zerstöre alle Kontrollpunkte eines Levels. Und komme unversehrt aus einem Kampf gegen einen der Ritter vom Orden ohne Gnade. Schließe ein Level mit weniger als 20 Schaufelschwüngen ab. Schließe ein Level ab, ohne etwas zu essen. Besiege einen Endgegner mit Hilfe der Funkensturz-Taktik. Höre die alle Flachwitze an, die Quake auf. Lager hat, beeindrucke Mona mit deinem Können, sammle in einem kompletten Level beim Orden ohne Gold, ohne Gnade kein Gold auf, springe 5 Sekunden lang auf dem Reifen des Kindes.
Okay. Hätte man auch schaffen können. Also viele hätten noch haben können, ist aber egal. Ich würde sagen, Leute, das war's gewesen mit dem Projekt von Shovel Knight. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr es selber spielen wollt, unten in der Videobeschreibung sind die Links zu dem Spiel. Ich rate euch, wenn ihr es euch spielen, wenn ihr spielen solltet, dann holt euch starke Nerven, weil das Spiel wirklich teilweise abfuckt ohne Ende. Aber es war es auf jeden Fall wert, das Spiel mal zu spielen. Echt nice. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Projekt. Bye, bye.